Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ritter, selbstverständlich habe ich mich mit Ihrem Gesetzentwurf auch auseinandergesetzt und werde Ihnen in der Abfolge jetzt auch einige Punkte benennen. Gleichstellung, sehr geehrte Damen und Herren, ist immer noch ein Thema, was leider noch nicht in der ganzen Breite in unserer Gesellschaft angekommen ist. Wir müssen es aber schaffen, dass wir dieses Thema in die Köpfe der Menschen bekommen. Denn Gleichstellung ist nach wie vor in vielen Bereichen mehr Wunsch denn Wirklichkeit. Ich zitiere gerne an dieser Stelle Hildegard Knef, die sagte, brüllt ein Mann, ist er dynamisch, brüllt eine Frau, ist sie hysterisch. Und dieser Satz zeigt sehr schön, was Gleichstellung im Kern ist, nämlich Einstellungssache. Sie muss zuallererst, und ich denke, da sind wir uns einig, in den Köpfen stattfinden. An den harten Fakten kann es nämlich kaum liegen, dass Frauen zum Beispiel im Arbeitsleben nach wie vor häufig das Nachsehen haben. Frauen sind heutzutage so gut qualifiziert wie nie und doch die Mehrheit der Chefsessel ist immer noch mit Männern besetzt. Frauen arbeiten seltener in Vollzeit, Frauen verdienen häufig schlechter, Frauen schränken sich im Job ein, um für ihre Kinder oder pflegebedürftige Angehörige da zu sein. Außerdem sind es meist Frauen, die von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Werte Fraktion Die Linke, Gesetze können da helfen und ein Gleichstellungsgesetz kann den Prozess auch beschleunigen, den Wunsch nach mehr Gleichstellung Wirklichkeit werden zu lassen. Darum habe auch ich einen Gesetzentwurf vorgelegt. Nur muss eben ein solcher Gesetzentwurf dann auch die Wirklichkeit 2016 widerspiegeln. Mit Ihrem Entwurf liegen Sie da daneben. Das fängt schon mit Artikel 1 Ihres Änderungsgesetzes an. Die kommunale Ebene hat ein ganz anderes Verständnis von der Aufgabe einer kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Es hätte sich also gelohnt, dort mal nachzufragen, anstatt die guten Ansätze in der Kommunalverfassung hier einkassieren zu wollen. Respekt vor kommunaler Selbstverwaltung sieht anders aus, zumal sich die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten geschlossen gegen eine Aufnahme ins Gesetz ausgesprochen haben. An manchen Punkten sind wir uns ja in den Ansätzen sogar einig. Ja, es ist wichtig, Unterrepräsentanzen und Benachteiligungen abzubauen. Nur sagen Sie an keiner Stelle, wie Sie es schaffen wollen, dass Frauen auch tatsächlich in Führungspositionen ankommen. Sie nur als fleißige Bienchen zu beschäftigen, reicht nicht aus. Frauen können Verantwortung tragen, Frauen wollen Verantwortung tragen. Und in diesem Anspruch müssen wir sie doch stärken. Und ja, auch ich finde es schade, dass Frauenförderpläne sich als kein sonderlich zielführendes Instrument entpuppt haben. Sie nun in Gleichstellungspläne umzubenennen, wird sie aber nicht effektiver machen. In der Landesregierung arbeiten wir inzwischen mit abrechenbaren Zielvereinbarungen, die auf Personalbestandsanalysen beruhen und uns so Etappen erfolgreich meistern lassen auf dem Weg zu echter Gleichstellung. Und diese echte, wirkliche Gleichstellung verharrt in Ihrem Gesetzentwurf im Stadion des gern gesehen. Sie wollen, dass Führungskräfte auf Gleichstellung hinwirken. Das ist sehr vage. Sie wollen, dass Gleichstellungsbeauftragte beteiligt werden, ohne aber ihre Rechte zu stärken. Das ist schwach. Sie wollen, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht sind. Das ist zu wenig. Ihr Entwurf ist nicht konkret genug gefasst, um etwas bewirken zu können. Schaffen Sie Verpflichtungen. Nehmen Sie Vorgesetzte in die Verantwortung. Erklären Sie Gleichstellung zum Handlungsprinzip. All das tut unsere Alternative zu diesem Gesetz, der Linken. Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist ein großer und gangbarer Schritt in Richtung Gleichstellung. Und ich lade Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam zu gehen. Mehr dazu dann auch in der kommenden Landtagssitzung. Und Herr Ritter, über einen Punkt hatte ich mich gewundert. Ich erinnere mich noch sehr daran, dass wir gestritten haben über die Frage, wer eigentlich wahlberechtigt sind, ob auch Männer wahlberechtigt sind. Und es hat mich gewundert, dass ich das jetzt in Ihrem Gesetzentwurf überhaupt nicht finde. Aber dazu werden Sie uns nachher sicherlich einiges sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.